Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute seit ganz langer Zeit mal wieder im Follow Me Around. Ja, und da ja Q momentan verletzungsbedingt aussetzen muss und Ruby ja großartig nicht geritten wird, gibt es heute weniger actionreiche Reitszenen, sondern ich will mich so ein bisschen mehr einfach auf ja, meinen Alltag, meine Routine, meine Stallroutine konzentrieren und die euch einfach ein bisschen näher bringen. So, wie ihr seht, bin ich auch noch nicht am Stall, sondern ich stehe jetzt bei mir hier in meinem Pferdekeller. Der hat sich auch schon ein bisschen weiterentwickelt im Gegensatz zu den letzten Videos, wo das zu sehen war. Das kommt aber alles mal separat, wenn das auch alles fertig ist. Das ist nämlich noch lange gar nicht fertig. Und genau, ich mache jetzt einmal das Futter für die Jungs fertig. Das heißt, ich sammle Müsli zusammen und Mesh, weil die bekommen ja beide täglich Mesh, was mit der getreidenfreien Variante von Marshall auch geht. Und genau, deshalb ist das mein erster Step, bevor es überhaupt im Stall geht, in den Keller und Futter fertig machen. Das natürlich am Wochenende. Unter der Woche mache ich das immer am Abend vorher fertig, weil ich das dann quasi schon mal mit auf meine Arbeit nehme. Auto unterwegs, wir, das heißt Toto und ich. Wir sind auf dem Weg in den Stall und ja, bei gutem Verkehr, was wir momentan haben, Fahrzeit 40 Minuten. Unter der Woche bin ich ja in der Regel zu 99% immer alleine im Stall. Am Wochenende freue ich mich natürlich, wenn mal einer von meiner Family mitkommt, was auch eigentlich immer der Fall ist. Einfach, dass mir so ein paar normale Abläufe ein bisschen abgenommen werden, das hilft mir manchmal einfach schon sehr viel. Genau, darum, wie gesagt, geht es ja heute um so ein bisschen die Stallroutine. Und abgesehen davon ist es dann auch ganz gut, wenn der Toto dabei ist, weil dann kann er nämlich auch ein bisschen filmen und ich muss nicht alles alleine filmen. Mhm. Nein? Nein. Nein, warum nicht? Angekommen, wie ihr hier auch gesehen habt. Und der Q, den haben wir jetzt gerade begrüßt. Im nächsten Step habe ich jetzt hier meinen Wasserkocher aufgesetzt, denn ich bereite jetzt das Mesh vor, was es heute Abend dann für die Jungs zum Abschluss quasi gibt. Und laufe dann zum Ruby und hole quasi seine Frühstücksbox, wo wir dann auch eine Portion Mesh dann noch einfüllen, die ich zu Hause schon vorbereitet habe. Und davon kriegt der Q auch noch ein bisschen was als Begrüßung quasi, als Begrüßungsportion. Und genau, dann schmeißen wir Ruby und Uschi raus. So der Plan jetzt. Hallo! Na, ihr zwei? Ja, ihr kommt jetzt raus. Na? Auf geht's raus, würde ich sagen. Gell, ja, mein Schutzi? Einmal Möhrchen zur Begrüßung. Einmal Nasekrauen zur Begrüßung. Hallo Mäusi. So, schmeißen wir euch raus. We'll be right back.
Wir nehmen uns jetzt einmal Rubis Box an. Also grundsätzlich ist es ja bei uns so, dass wir nicht misten müssen und sowas, weil wir im Vollpensionsstall sind. Dennoch nehme ich den Jungs auch gerne mal die Arbeit ein bisschen ab, wenn die Zeit besteht. Und genau, Rubi ist halt einfach auch eine kleine Wurz. Der verteilt dann immer sein Stroh und alles hier vorne. Und dann äppelt er auch immer hier hin, weil er quasi immer so an der Heukiste hier steht. Genau, deshalb machen wir jetzt im nächsten Step einmal die Box sauber. Der Toto ist gerade so freundlich und macht nochmal hier vorne die Regenrinne so ein bisschen sauber. Das Problem ist, dass wir vorgestern so einen Schneeeinbruch hier hatten und alles. Und dann spült es so ein bisschen immer den ganzen Dreck wirklich da rein. Das ist übrigens echt richtig gemein mit dem Wetter. Wir hatten also vor 2 Tagen wirklich hier fast 7-8 cm Schnee und 1 Grad. Und es war hier totales Chaos. Und heute haben wir wieder 14 Grad. Das ist unglaublich. Ich bin auch schon wieder viel zu warm angezogen. So, und die Box ist jetzt halbwegs schon mal sauber. Also ich habe hier vorne ja, wie gesagt, die Äpfel weggemacht, einfach mal durchgekehrt und hinten das Stroh noch mal ein bisschen verteilt. Ja, Toto macht hier vorne noch. Und dann mache ich mal gerade Futter fertig. Ich richte das Futter ja für den Rubi mal vorab, weil er ja spezielles Futter bekommt und dann mit Pülverchen oder was weiß ich was. Das heißt, ich bereite das einfach immer vor, so dass unsere Stallhelfer das quasi nur noch nehmen müssen und den Futtertrog schmeißen müssen. Ich habe das hier so. Man sieht es hier so mittags, morgens, abends, morgens. So ein bisschen beschlagen, weil wie gesagt, da die Mesh-Portion drin ist, der kriegt halt morgens eine Portion Mesh. Und dann holen die sich das immer hier, gehen quasi raus um die Ecke und werfen das dann in den Futtertrog. So. Gut, bringen wir die Karre weg und machen Heu. Was ist das? Genau. Karre ausleeren, Heu holen für die zwei Herrschaften, die da hinten stehen. Sie haben sich heute nicht großartig weit fortbewegt. So, und das ist eigentlich hier oben der ganze Bereich. Bisschen matschig heute hier noch, weil jetzt Schnee getaut ist. So, jetzt besser. Ab hier ist dann alles gut. Das heißt, das ist eigentlich der ganze Bereich, wo sie sich aufhalten können. Jo, geht auch noch ein ganzes Stück da hinten weiter. Also ganz da hinten am Wäldchen ist quasi die Grenze. Aber meistens, huch, hi, stehen sie irgendwie da unten. Ich weiß auch nicht, vielleicht weil sie da mehr gucken. Ich weiß es nicht. Du guckst schon ein bisschen süß, ne? Du bist schon eine Süße. Und überall, wo irgendwie ein Stück Gras gefunden wird, das wird natürlich mitgenommen. Der Heuexpress. Das Interesse scheint gerade nicht so groß zu sein. Dann auf zu Q. Ich bin nun auf dem Weg, den Q fertig zu machen. Der ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, verletzt. Da wird auch noch mal ein ausführliches Video zukommen. Das ist momentan ja Schritt angesagt für insgesamt 3 Monate. Der Herr hat sich nämlich einen Reizung, Entzündung am Fesselträgerursprung vorne links zugezogen. Yep, also die Zwangspause, die letzte war leider nicht die letzte Pause. Und deshalb müssen wir das jetzt in Ruhe auskurieren lassen. Der wird Schritt geritten. Er ist halt nicht immer ganz easy. Und ich bin halt auch ganz ehrlich, dass ich da so ein bisschen, ja, ich, nicht ganz entspannt bin, wenn ich ihn halt immer reite. Und deshalb wechseln wir das so ein bisschen ab, dass zwischendrin einfach die Profis reiten. Und manchmal gehe ich auch danach drauf, reite nochmal oder lass mich führen, je nachdem,
wie er halt so drauf ist an dem Tag. Genau. Aber wie gesagt, dazu kommt nochmal ein extra Video. Jetzt machen wir dich erstmal fertig. Völlige Begeisterung. Das Problem ist halt auch leider, dass durch die Verletzung momentan jegliche Art von Paddock und Koppel, bis das wirklich komplett auskuriert ist, gestrichen ist. Deshalb steht er auch im Moment nicht draußen. Deshalb ist auch die Paddock-Tür zu. Es tut uns allen in der Seele weh. Ich glaube, ihm tut es am meisten weh. Aber wat mut, dat mut. Ja, stehst du da wie so ein Häufchen Elend. Ich glaube, er legt sich gleich hin. Deshalb, bevor er das tut, hole ich ihn lieber gleich raus. Dann kann er den Nachmittagsschlaf halten. Und bevor ich ihn raushole, sortiere ich immer erstmal mein ganzes Zeug hin. Das heißt, ich habe hier jetzt Bandageunterlagen, Bandagentrense, Häubchen, Longe und Putzkasten und Abschutzdecke hingehangen. Und hier auf der anderen Seite hängt der Sattel und die Schabracke und alles so. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir mit Fliegenhäubchen Schritt reiten im Winter. Das sind sogenannte Soundless-Fliegenohren. Die haben ja so ein bisschen gedämmteres Material in den Ohren. Hugh ist ja eigentlich absolut nicht außengeräuschempfindlich, aber er wird sehr hellhörig jetzt, wo es ihm langweilig wird. Also wir sind jetzt, heute ist Tag 16 vom Schrittreiten, von uns insgesamt 85. Wir haben noch ein bisschen vor uns, aber ja, deshalb, damit geht es ganz gut. Bevor jetzt auch die Frage kommt, warum er Steigermaschen drauf hat, das ist genau wegen der Verletzung. Die sind von Vitandar. Die haben Keramikpartikel eingearbeitet, so ein Infraroteffekt entsteht dadurch. Und das soll ein bisschen die Heilung fördern und deshalb probieren wir das. Und die sind auch nicht so schlecht, weil er lässt sie noch leben. Er hat nämlich schon mit einer anderen Verletzung ja auch, also in der vorigen, auch Steigermaschen drauf gehabt. Die hat er leider komplett auseinandergenommen. Aber die lässt er jetzt schon 2 Wochen liegen. Noch nichts Magic, was die Mutti macht. Ah, jetzt. Also, wir da alles. Mutti kann das nicht. Also, Toto meint, er kann das besser. Ich glaube, er hat recht. Okay, ich glaube, Toto kann es wirklich besser.
Gibt's hier noch der After Riding Massage? Das Pferd ist so ein Genießer. Und grau ist er. Ja, dreckig. Ich freue mich auf den Sommer, wenn wir dich das erste Mal waschen können. Ich mache jetzt das Mesh fertig für die Jungs. Ich habe zwischenzeitlich noch ein anderes Pferd Schritt geführt, weil der geimpft wurde. Den betreue ich so ein bisschen mit zwischendrin. Ja, und jetzt haben wir gerade Uschi und Ruby schon reingeholt. Eigentlich wollten wir es filmen, aber es hat so angefangen, stark zu regnen und zu hageln. Deshalb sind wir jetzt einfach nur noch gerannt und haben die reingeholt. Bin auch ein bisschen nass jetzt. Und genau, ja, jetzt bereite ich das Mesh vor. Die kriegen jetzt noch Zusatzmittelchen da rein. Die stehen hier so verteilt. Alles das, was gut ist. Und dann, ja, füttern. Guck mal her, wir schütten die das jetzt aus wieder. Ja, ja, ja. Da hast du die Schüsse zum Ausschlecken. So ist besser, gell? Ich fühle mich wie so ein Eskimo. Siehst doch so aus. Hallo? Und auch Milch, gell? Meshfütterung ist durch, jetzt gibt es nur noch Abendkarotten. Das ist übrigens so geil, wenn der Q auf Essen wartet, dann stellt er sich immer so an den Trog. Und das ist egal, ob es Kraftfutter ist, ob es das Mesh dann irgendwann ist oder wie jetzt erwartet auf seine Möhren. Jetzt dauert es ihm zu lange, deshalb dreht er sich jetzt um. Aber er stellt sich immer an die Wand, er bettelt einfach nicht. Auch wenn es dann Heu gibt und sowas, er wartet einfach echt. Ganz brav. Ist immer so geil dann, wenn es dann Heu gegeben hat und dann gibt es dann irgendwann das Kraftfutter. Gucken sie alle auf die Stallgasse raus, alle, wenn es Kraftfutter kommt und stehen nicht mehr am Heu. Bis auf er. Er steht immer am Heu und wartet dann, bis sie vor der Box sind und das Kraftfutter geben. Da steht er jetzt wieder im Wasser. Es steht einer so brav und wartet. Yeah? Hattest du? Lass dir schmecken bis morgen. Ciao, Engelchen. Ciao. Jetzt noch Ruby. So, ich mache jetzt noch bei Ruby in die Möhre die Tablette für sein Cushing. Also aktuell kriegt er eine Tablette noch am Tag. Das habe ich jetzt auch nicht mehr geändert und er kommt eigentlich auch sehr, sehr gut klar damit. Also im Moment haben wir eigentlich mit dem Cushing echt überhaupt keine Probleme. Der verliert echt gut Fell. Ich putze ihn jetzt auch ehrlich gesagt nicht jeden Tag, aber der Toto hat gestern auch sehr viel runtergeholt. Ich kann euch mal gleich ein Bild einblenden. Nee, und das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass er so gut Fell verliert, weil normalerweise verliert er um die Jahreszeit noch gar kein Fell. Und ich glaube, man merkt einfach, dass es ihm
So mit dieser ganzen Umstellung, mit dem Umzug und mit dem ganz viel draußen, von morgens bis abends so ungefähr, echt gut tut. Er macht einen glücklichen Eindruck. So, jetzt ist er noch glücklicher, wenn wir in die Möhren gehen. Guck mal. Nur rum und guck. Hallo, ist gut für seine Schönheit. So. Ja. Bis morgen, Grüße. Ciao, Mausi. So, Dille, nach knapp 5 Stunden Stall sind wir jetzt wieder auf dem Heimweg. Und ja, ihr habt jetzt heute noch mal so ein bisschen Routine-Einblick bekommen. Normalerweise ist es so, dass Ruby und Uschi auch eigentlich ganz früh morgens rausgehen. Jetzt war die eine Pflegerin heute noch nicht da, deshalb habe ich das dann gemacht. Und die anderen waren auf dem Turnier. Aber das ist ja auch kein Problem. Aber normalerweise werden die quasi rausgestellt und ich sammle die dann abends dann immer ein. Es sei denn irgendwie, ich muss mal früher weg, dann werden die auch reingebracht. Genau. Ja, und so weit, so gut. Damit beende ich jetzt eigentlich so langsam das Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein Feedback schreiben würdet in den Kommentaren und auch, was ihr denn euch als nächstes für vielleicht ein Thema wünschen würdet, also was für ein Video. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch geplant, das einmal nochmal zu detailliert zu erklären, was jetzt Q genau hat, wie wir da drauf gekommen sind, warum, weshalb, wieso. Und dann möchte ich auch nochmal ein Video machen zum Thema Ruby reiten, wie da der Stand ist, was wir momentan aktuell machen. Ja, aber ich habe immer sehr gerne Input von euch. Also meine Lieben, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Willst du auch noch was sagen? Ja.